Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte jetzt in diesem Video über die While-Schleife, die Kopfgesteuerschleife in der Programmiersprache Python sprechen. Wichtig für diese Schleife ist erstmal das Schlüsselwort while, Englisch für solange. Und da bietet sich jetzt an, nach dem solange eine Bedingung aufzuführen. Eine Bedingung, die geprüft wird und solange diese Bedingung mit wahr, mit 1 mit größer 0 bewertet wird, solange wird diese Schleife ausgeführt. Wie das konkret aussehen kann, werden wir uns gleich noch anschauen. Nach der Bedingung muss ein Doppelpunkt folgen und dann muss das folgen, was ausgeführt wird, solange diese Bedingung wahr ist. Und das sind üblicherweise Anweisungen, die hier ausgeführt werden. Das kann eine Anweisung sein, das können auch mehrere Anweisungen sein, die nacheinander ausgeführt werden. Wichtig ist, dass die Anweisungen, die ausgeführt werden sollen, solange die Bedingung gilt, eingerückt werden. Sie sehen hier diese Einrückung und die ist wichtig in der Programmiersprache Python, weil basierend auf dieser Einrückung erkannt wird, welcher Teil wiederholt ausgeführt werden soll. Und dann können wir auch anschließend noch Anweisungen anfügen, die dann nach der Schleifenausführung ausgeführt werden sollen. Und die werden dann wieder ohne Einrückung im Programmcode platziert. Wir schauen uns das mal ganz konkret für eine kleine Schleife an, die wir aufbauen, um von 0 bis 10 zu zählen und um diese Werte dann auch auszugeben, die wir zählen. Da müssen wir zunächst mal eine Variable als Ausgangsbedingung festlegen. Und das sei für uns die Variable a. Und wir setzen diese Variable a auf 0. Die Variable a möchten wir dann innerhalb der Schleife verändern. Das sehen wir gleich, wie wir das machen. Und wir möchten die Schleife so lange ausführen, wie a kleiner 10 ist. Das bedeutet, wenn wir das jetzt in Prosa lesen würden, while a kleiner 10, solange a kleiner als 10 ist, soll dieser Teil des Programms ausgeführt werden. Sollen also diese Anweisungen ausgeführt werden. Wir tragen jetzt hier gleich noch konkrete Anweisungen ein. Nach dieser Bedingung fügen wir diesen Doppelpunkt an und wir müssen die nachfolgenden Anweisungen einrücken, damit wir kennzeichnen, dass das der Inhalt der wiederholten Ausführung ist. Und was wir hier konkret machen, ist, dass wir zunächst mal uns den Variablenwert a ausgeben lassen, print a, und anschließend wollen wir diesen Wert a um 1 erhöhen, um hochzuzählen, um auch an die 10 ranzukommen und dann schließlich auch die 10 zu überschreiten, sodass wir die Schleife auch irgendwann mal beenden können. Also deswegen schreiben wir auf a gleich a plus 1 und damit haben wir unsere Anweisungen, die wiederholt werden sollen, erfasst. Wir können dann noch am Ende der Ausführung eine Ausgabe machen, die kennzeichnet, dass wir am Ende angelangt sind und dass wir hier aus der Schleife wieder ausgetreten sind. Wir sind aus der Schleife wieder ausgetreten und das erkennen Sie daran, dass wir hier diese Einrückung wieder zurückgenommen haben und damit befinden wir uns sozusagen in dem Bereich nach der Ausführung der Schleife. Wenn wir das jetzt einrücken würden, dann würde diese Printanweisung auch jedes Mal wiederholt innerhalb der Schleife. So ist die Printanweisung nicht Teil der Schleife. Und jetzt können wir uns zunächst einmal überlegen, was im Einzelnen passieren wird. Zu Beginn werden wir die Variable a mit 0 belegen. Dann werden wir hier prüfen, ist a kleiner 10? Ja, a ist kleiner 10. Und dann ist das unsere Bedingung und wir formulieren hier sozusagen, solange a kleiner 10, ja, das ist gegeben, führen wir diese beiden Anweisungen aus. Wir geben also das a aus und erhöhen dann um 1. Bei dem ersten Schleifendurchlauf wird a noch 0 sein. Und deswegen wird hier an dieser Stelle eine 0 als erstes ausgegeben werden. Danach erhöhen wir a um 1. Wir müssen dafür uns das nochmal genauer anschauen.
Es wird zunächst mal a plus 1 gerechnet. A plus 1 ist 0 plus 1, ist damit 1. Und diese 1 wird zugewiesen einer Variablen, wird der Variablen a zugewiesen. Das heißt, die Variable a wird erstmal um 1 erhöht und dann das Ergebnis der Erhöhung wird wieder der Variablen a zugewiesen. Die ursprüngliche 0 wird also überschrieben durch die 1. Und dann gehen wir wieder rein in die Bedingungsprüfung. Hier würden wir dann die 1 einsetzen. Und wir prüfen, ist 1 kleiner 10? Ja, das ist der Fall. Solange a kleiner 10, ja, das ist gegeben, dadurch, dass a gleich 1 ist, würden wir die Schleife ausführen. Wir würden also dann die 1 ausgeben und um 1 erhöhen, also dann eine 2 vorliegen haben nach dem Ende dieser beiden Anweisungen in dem nächsten Schleifendurchlauf. Und das führen wir fort. Der letzte Schleifendurchlauf wird passieren, wenn wir a von 9 auf 10 erhöhen. Dann haben wir eine 9 als letztes ausgegeben. Wir haben den letzten Schleifendurchlauf mit 9 durchgeführt. Und dann prüfen wir im nächsten Schleifendurchlauf 10 kleiner 10. Das ist nicht der Fall. 10 ist gleich 10. Also würden wir aus der Schleife austreten, würden die Schleife beenden und nicht noch einmal ausführen. Und dann geben wir das Ende aus und das Programm wird beendet. Die letzte Ausgabe in unserer Reihe wird also die 9 sein und danach die Ausgabe der Endemarkierung. Wir probieren das aus und wir sehen, es beginnt mit 0, 1, 2, 3 und so weiter. 8, 9 und dann die Endemarkierung. Damit haben wir also eine erste kleine Schleife aufgebaut mit den wesentlichen Elementen. While als Schlüsselwort, dann die Bedingung, der Doppelpunkt. Wir haben hier zwei Zeilen mit Anweisungen, die wiederholt ausgeführt werden sollen. Und wir haben diese Anweisungen eingerückt, um zu kennzeichnen, dass diese Anweisungen wiederholt werden. Das sind also die wesentlichen Elemente, um eine Schleife in Python aufzubauen. Wir hatten in diesem Beispiel eine relativ einfache Bedingung formuliert. A kleiner 10. Es geht natürlich auch schwieriger und das möchte ich jetzt in dem nächsten Beispiel zeigen, wo ich mal sage, dass wir hier jetzt nicht nur a prüfen, sondern wir prüfen das Quadrat von a. Und das Quadrat von a wird also berechnet durch a Stern Stern 2. Das bedeutet a Quadrat, a hoch 2. Und das wird geprüft, ob das kleiner als 30 ist. Wenn wir das jetzt im Kopf durchrechnen, dann starten wir mit 0. 0 mal 0 ist zunächst kleiner als 30. 1 mal 1 ist auch kleiner als 30. Dann 5 mal 5 ist auch kleiner als 30. 6 mal 6 ist nicht mehr kleiner als 30. Also werden wir hier bis zur Zahl 5 vermutlich ausgehen werden. Wir prüfen das, indem wir das ausführen. Und Sie sehen, 0, 1, 2 und so weiter bis zur 5 wird ausgegeben und danach haben wir das Ende erreicht. Das heißt, um das nochmal ganz konkret in den letzten Zügen dieser Schleife uns anzuschauen, wir sind bei a gleich 4 beispielsweise. 4 mal 4 ist 16 und die Bedingung wird bewertet mit 16 kleiner 30. Ja, das ist wahr, also treten wir in diesen Schleifenrumpf ein, wo wir die Anweisung noch ausführen. Wir geben aus die Variable a, die jetzt den Wert 4 enthält, und wir erhöhen 4 um 1. 4 plus 1 ist 5. 5 wird der nächste Wert für den nächsten Schleifendurchlauf sein. 5 ins Quadrat ist 25, ist immer noch kleiner als 30. Die Bedingung wird also mit wahr bewertet und wir werden diese Schleife nochmal ausführen. Wir geben die 5 aus und wir erhöhen die 5 um 1. Sind wir also bei der 6. Und bei der nächsten Bedingungsprüfung wird 6 ins Quadrat zunächst gerechnet.
Das ist nicht kleiner als 30, 6 mal 6 ist 36. Und dementsprechend gilt diese Bedingung zum Schleifeneintritt also nicht mehr. Wir dürfen nicht mehr die Anweisungen ausführen, weil die Bedingung nicht mehr wahr ist. Und deswegen brechen wir die Schleife an dieser Stelle ab und geben einfach nur die Markierung für das Ende aus. Und natürlich können wir auch mit Zeichenketten arbeiten. Auch Zeichenketten können wir in diese Bedingungsprüfung mit einbeziehen. Ich möchte das auch wieder an einem kleinen Beispiel ausführen. Und dafür setzen wir uns am Anfang die Zeichenkette A ein. Also die Variable S soll jetzt eine Zeichenkette sein und das Zeichen A beinhalten. Und dann prüfen wir nicht mit einer Rechenoperation, sondern wir prüfen beispielsweise die Länge von der Zeichenkette S. Und wir wollen, dass diese Länge, solange sie kleiner als 10 ist, noch erhöht wird. Wir werden gleich sehen, wie wir das machen. Dann geben wir diese Zeichenkette aus und wir machen eine einfache Addition. Wir addieren ein Zeichen A zu dieser Zeichenkette. Wir fügen also ein A an. Und dann wird diese Zeichenkette sozusagen mit jedem Schleifendurchlauf immer länger. Und irgendwann wird die Länge von dieser Zeichenkette 10 erreichen und dann wollen wir die Schleife abbrechen. Das heißt, die Schleife wird bei einer Zeichenkette von einer Zeichenkettenlänge von 10 dann abgebrochen und dann würden wir als letzte Zeichenkette eine Zeichenkette mit 9 Zeichen beobachten. Wir prüfen das kurz in unserer Ausführung. Und wir brechen tatsächlich die Schleife ab und können auch zählen, wie viele Zeichen jetzt hier enthalten sind. Es ist neunmal das Zeichen A in dieser Zeichenkette. Das heißt, sobald die Zeichenkette 10 Zeichen lang ist, wird diese Schleife abgebrochen. Wir schauen nochmal genau hin, warum das hier jetzt 9 Zeichen sind und warum wir hier jetzt keine 10 Zeichen ausgegeben haben. Wir überlegen uns dafür, an welcher Stelle wir stehen, wenn wir jetzt beispielsweise 9-mal die Zeichenkette A hier drin stehen haben. Wenn wir 9-mal das A hier in dieser Zeichenkette drin stehen haben, dann würde die Länge bestimmt werden mit 9. Und 9 kleiner 10 ist zunächst mal wahr. Wir würden also nochmal in den Schleifenrumpf eintreten. Wir würden also nochmal die Anweisungen ausführen. Wir würden diese Zeichenkette ausgeben, also 9-mal das A ausgeben. Und dann würden wir im nächsten Schritt ein A hinzufügen ans Ende der Zeichenkette. Dann ist die Zeichenkette also 10 Zeichen lang. Nach diesem Anfügen ist die Zeichenkette 10 Zeichen lang. Und dann gehen wir erneut in die Bedingungsprüfung hinein mit dieser 10 Zeichen langen Zeichenkette. Hier ist die 10 Zeichen lange Zeichenkette drin. Diese Funktion len s würde das Ergebnis 10 zutage bringen. Und wenn wir jetzt die Bedingung prüfen, 10 kleiner 10, dann ist diese nicht mehr wahr. 10 kleiner 10 ist falsch, denn 10 ist gleich 10. Und damit würden wir rausgehen aus dieser Schleife. Und jetzt geben wir diese Zeichenkette S aber nicht noch einmal aus, sondern die letzte Ausgabe erfolgte, als die Zeichenkette noch 9 Zeichen lang war. Das Einzige, was wir am Ende noch ausgeben, ist diese Zeichenkette Ende und damit ist das Programm beendet. Deshalb sehen wir hier nur 9-mal das Zeichen A und nicht noch ein 10. Mal das Zeichen A. Und damit haben wir uns ein paar einfache Schleifenkonstruktionen und Bedingungen angeschaut und wie dann die Anweisungen innerhalb der Schleife wiederholt werden.